So. Ja. Rechts hoch oder links? Links. Links. Nee, rechts ist zu hoch schon wieder. Ist zu steil. Hier hast du eine schöne Überblick. Na, stimmt. Na, so sieht dem Cuso seine kleine Base von oben aus. Ja. Echt immer größer geworden. Herzlich willkommen bei Kuhn Exiles in Cusohausen. Cusohausen nennt sie das ja. Der Cuso hat sich eine kleine Base gebaut. Die gucken wir uns jetzt mal an. Das geht nicht anders. Aber einen Namen dafür brauche ich eigentlich schon noch. Bei der Größe inzwischen. Nicht Cusohausen. Hier gehen wir aber zuletzt rein. Hier in die neuen Bereiche. Kohle. Du fortgeschritten da drin alles. Ja. Tatsächlich ja. Alle Werkbänke, bis auf die Demontagebank. Ne? Den Mangel haben wir schon ganz klar festgestellt hier. Ja, schmeißt seine Sachen auch weg, weil man zerstört ihn. So, aber neue. Erstmal ins Wohnhaus oder was? Ja, ich würde sagen, fangen wir da an, wo ich zuerst eigentlich gebaut habe. Hier, in dieser Hütte. Ja, genau. Die inzwischen viele Winkel hat. Auf jeden Fall hast du deine Wände mal gut geschmückt. Ja. Wie gesagt, alles Mögliche probiert zu bauen, was es im Spiel gibt. Ausprobiert, dekoriert. Man kann ein bisschen wohnlich das Ganze gemacht. Ich wohne da nicht so gern in irgendwie Quadraten. Das muss schon ein bisschen. Ja. Das merkt man rund deiner, ist das Spiel jetzt nicht. Stadt, ne? Durchaus an. Dementsprechend geordnet. Einer kompletten Stadt. Base ist es ja nicht mehr. Das ist schon eine eigene Stadt langsam. Ja, also mit dieser Hütte hier habe ich angefangen. Hier hast du eigentlich alles drin, was du für einen Anfang brauchst. Ja. Oben gibt es auch noch ein Dachgeschoss, wenn ihr das nochmal sehen wollt. Wir wollen ja alles sehen, wenn wir schon mal da sind. Bitte nicht hier hintergehen, das sind Privaträume, dankeschön. Ja. Hier ist kein Durchgang. Hier ist kein Durchgang. Hier geht's wirklich nicht durch. Wo kommt man denn hier lang? Nur rechts? Kommt man nicht. Ich klettere drüber. Ach, sie an. Ja? Kann man es nicht gemütlich machen? Ich komme nicht durch. Also ich sitze meistens dann hier. Ich mach's kaputt. Nein, du musst dich mal bücken und an der Seite vorbei. Jetzt bücken. Hat er... Ja, du. Es soll ja auch nicht einfach sein, hier reinzukommen. Ne? Mit eigenem Unterhaltungsprogramm. Ja. Natürlich. Dann habe ich auch endlich eine Verwendung für diesen komischen Weihrauch gefunden, der hier rechts steht. Okay. Ach, da. Ja, es gibt wirklich viel, viel Dekokram in diesem Spiel. Kann man sich lange mit befassen, sag's euch. Oh, Moment, erstmal wieder hier. Na. Ja, Orientierung. Der Privatkiste draußen. Ist drin. Balkonien. Einer von vielen. Ein bisschen Honig. Nichts Besonderes. Ja. Aber irgendwo muss man den auch hinstellen. Das stimmt. Dass es einigermaßen passt. Wo ist er jetzt wieder hingehauen? Nee, jetzt war der Cube. Ich weiß nicht. Ja, ich bin wahrscheinlich falsch. Ich verlaufe mich hier auch jedes Mal. So, das war wir der machen Start. Wir machen ja die Rundtour, ne? Also, wenn ihr euch schon verlauft, dann. Ich ja, ich bin ja eben schon mal hier verirrt. Da braucht es auch nicht viel, bis wir uns verlaufen. Nee. Nicht wirklich. So, hier hinten habt ihr ein paar Komposthäufen. Und vorne vorm Haus eigentlich den Rest, der für mich Outdoor sein kann. Die Außenküche, ne? Außenküche, Ofen. Braucht jeder. Mahlstein, alles natürlich ein bisschen überdacht, ne? Willst ja nicht nass geregnet werden. Außer die ziemlich gut bestückte Küche, die muss im Regen stehen. Stimmt. Das ist erst im Nachhinein hierher gekommen. Aber ich finde den alten Herd besser als den erweiterten. Kommen wir jetzt eh auch hin. Hier ist dieser verbesserte Herd. Ich finde ihn nicht so ansprechend. Weiß ich auch nicht. Den alten schöner. Das stimmt. Von Fermentierungsfass, dass man hier seinen Wein und Bier trinken kann. Zwischen zum Hinsetzen und Trinken und Lagerung, alles da. Aber du hast noch die traditionellen Werte hier. Die Frau gehört an Herd. Also bei drei Herden stehen es drei Frauen. Das ist Zufall bestimmt. Das ist Zufall. Reiner Zufall. Ist so. Ich habe mir einfach die besten Köche, die ich gekriegt habe, von den wilden Floten hier geschnappt. Oh.
Hilfe. Ja, jetzt kannst du auch ganz normal aufstehen. Nee, ich. Nee. So, hier drunter ist noch ein bisschen Pflanzentröger. Alles, was man ab und zu braucht und anpflanzen kann. Ich Kräuter. Kräuter. Die sind aber schon, die hast du aber nicht gegossen hier, oder? Oder sehen die so aus? Sehen so aus, also. Der soll so, der soll so. Eieiei. Ei, ei. Ja, gerade fürs Gärungsmittel, da brauchst du viel Hopfen und ja, Gärmittel auch, wie es halt heißt. Schuhschnabel. Schuhschnabel. Aber einen schönen. Ja. Den hast du auch im Komposthaufen dann ausgebildet, oder ja, was? Ja, hab ich. Da habe ich ein Ei gefunden, hab einen Komposthaufen, zwei Stündchen und danach habe ich einen. Habe ich auch gemacht, als ich das nächste Mal reingeguckt habe, lag da nur noch die Leiche drin. Oh, der Arme. Ja, war wohl zu knapp. Der Kampfhahn. Ist es. So. Ja, Tierfähig, kennt jeder wahrscheinlich. Rustisch. Ja. Rustisch. Den haben sie auch schon wieder verändert. Brauche ich nicht wirklich. Aber ihn gibt's. Was machst du denn da drin? Achso, ja klar. Das macht man wohl da drin. Nee, das Glas macht man jetzt nicht mehr da drin. Glas macht man jetzt neuerdings wieder zurück im Ofen. Ah ja. Und öfter mal was Neues. Komm, öfter mal was Neues, Updates. Passt schon. So. Ja, hier vorne, kleine Werkbank für Köpfe. Ich wollte eigentlich noch eine Hütte bauen und alle Trophäen aufhängen, aber es gibt viele Trophäen. Ja. Viel zu sammeln. Und man hat nicht immer Glück. Die Waffenkammer. Und die Waffenkammer, ja. Aber hier ist nicht so viel passiert in letzter Zeit. Kann man noch ein bisschen was machen. Gerade an legendären Items. Das kannst du halt alles bauen, was hier hängt. So legendäre Sachen habe ich noch gar nicht. Oder speziellere zu irgendwelchen Dungeons. Aber es ist ja noch genug Platz. Ja. Das stimmt. Oh. Da muss man wieder hinhocken. Das musste ich ja irgendwie da reinfummeln. Das ging nicht an. Gut, hätte ich also hier nicht lang gehen sollen. Naja. Ah, doch, ist okay. Dafür ist der Bereich da. So, was ist da unten? Hast du noch einen kleinen Markt aufgebaut Richtung Altar? Richtung Altar? Hier rechts? Ja. Ja, Kamele, eigentlich nur Deko, ne? Ah ja. Alles ein bisschen belebter aussieht. Ich würde eher sagen, das ist hier so für Kreuzzüge. Da kannst du planen, wo es hingeht. Da kannst du dich auf den Holzstuhl setzen. Hier sind auch extra Kissen drauf, dass der Arsch nicht weht, der Hinter nicht weht. Wer die Conan-Filme kennt, kann man die Kamele auch K.O. hauen? Nee, geht nicht. Dass die nicht zurückergreifen. Ja, verprügelst du schon wieder Kamele? Ich hab's probiert, K.O. zu hauen, hat Ani auch geschafft. Achso. Was heißt denn schon wieder? Der Mitra-Tempel. Jo. Ist bei Mitra nicht auch einen coolen Brunnen, den man bauen kann? Es gibt eine Brunnenfigur. Oder waren das die Statuen hier? Ich weiß gar nicht mehr genau. Es gibt eine Statue, es gibt eine Brunnenfigur. Die habe ich noch nicht gebraucht. Statue der Erfrischung. Ja, genau. Die habe ich irgendwo hingestellt. Wasser spendet. Ach, ja. Da hatte ich ihn, hat mir nicht gefallen. Ah, okay. Ja, kannst auch ein bisschen Pfeil und Bogenschießen üben. Oh, ja. Da hinten ist eine Kiste mit Sachen drin. Tatsächlich. Ja, und was man sonst noch so rumfliegen hat immer. Aha, hier ist die Sklavenabteilung. Jo. Aber auch hier gab es keine großen Neuerungen. Ja. Stille Örtchen gibt es natürlich auch, ne? Wenn wir alle mal unsere Ruhe haben hier. So. Also ich sag mal, wenn man da bei deinem Eingang ist und dann mal dringend muss, schafft man es nicht mehr bis hierher. Hey, ey, Tür zu. Ach, hallo. Da drin. Ich doch zugucken. Leg ein Ei, verdammt. Mach dir die Tür schnell zu. Ja, stinkt ein bisschen. Lass uns weitergehen. Okay. Stilles Örtchen. War auch ein bisschen unbequem, muss ich sagen. Das ist okay. So, hier führt eine Brücke rüber. Drüben ist ganz häufig eine wilde Flut. Ja. Konnte ich mir nicht nehmen, einfach so dicke Brücke zu bauen. Dass ich einfach hin und her laufen kann. Jo, gleich rein ins Sklavenrad. Wirklich sehr, sehr praktisch. Ja. Okay. Schön mit Fackeln ausgeleuchtet. Ist ja auch komplett mit Fackeln beleuchtet. Jo. Klar. Schön. Bis auf den Boden. Eigentlich ist es ein Staudamm. Kann sagen. Wo
Früher war das mal eine Brücke. Das war mal eine Brücke, aber ich fand es so schön. Oh, wie sie wieder jammern. So. Ja, dann gibt es nur noch ein Spezialgebäude. Ja, zwei. Das eine ist. Das andere ist sehr speziell. Ja, ist noch eine Testphase. Gucken, was das noch wird. Ja, und zwar fehlen die ganzen niegelnagelneuen Werkbänke. Ja, gab es ja viele neue mit dem letzten Update. Da muss ich natürlich zuschlagen und erstmal jede bauen. Ja, und vor allem ein extra Gebäude nochmal dafür anbauen, weil es so viele sind. Ja, das hat hier mit einer Fläche von 8x8 angefangen, weil ich dachte, es gibt nur zwei und dann ging es hier immer weiter. Mhm. Danach habe ich dann halt die Wände hochgezogen, indem ich wusste, wie viel es gibt. Feldzug, Garnisonsschmiedebank. Also wenn man nicht so viel Grundfläche zur Verfügung hat wie du jetzt, dann bleibt eigentlich nur noch zig Stockwerke. Ah, ja, ja. Das Schmiedestockwerk und das Schmelzstockwerk. Und ja, dann zieh wieder mit seinem, seinem Lastenaufzug. Was war das nochmal hier mit Feldzug und Garnison? Schneller und... Genau. Machen wir mal kurz ein bisschen hier. So, zwei Erweiterungen. Feldzug, Schmiedwerkbank und Garnisonsschmiedewerkbank. Das eine, Feldzug, nimmst du mit auf den Feldzug. Also ich glaube, wenn du mit Clans im Clinch bist, kostet mehr zu bauen, die Waffen. Geht aber extrem schnell. Also wird es wirklich schnell gebaut, die Sachen. Mhm. Und Garnisonswerkbank, die arbeitet präziser, die braucht, ich glaube, die Hälfte. Auf jeden Fall brauchst du weniger Ressourcen zum Bauen. Mhm. Zum Beispiel von Äxten oder Schwertern, was auch immer. Die sind aber verbessert. Dann im Endeffekt, wenn man, ich habe jetzt einen Blacksmith 3 hier drin. Dadurch kriegen die weniger Gewicht, wenn sie fertig gebaut sind, mehr Haltbarkeit. Du machst mehr Schaden. Unter anderem manchmal ein bisschen mehr Rüstungsdurchdringung, aber das ist nicht so entscheidend. Geht dann auch nur mit dem Dreier, ne, mindestens. Mit dem Dreier macht man einen besseren. Vielleicht also, es gibt geht ja noch ein Vierer sogar noch mehr hin. Dann wird es noch besser werden. Das wäre ja schon cool. Ja. Also es ist schon, wenn man was haben möchte für ein Spiel, was man selber spielen möchte, dann auf jeden Fall immer Garnisonsschmiedewerkbank, weil du einfach bessere Ausrüstung hast, ganz einfach. Muss ja nicht schnell gebaut sein in 10 Sekunden. Aber der Raum an sich durch die Werkbänke sieht schon echt gut aus, ey. Das ist schick. Ja, da haben sich wirklich Mühe gegeben. Die sehen schon schick aus. Auch so die Zimmermannswerkbänke, dass sie einfach die ganze Länge von so einem Baum genommen haben. Und der liegt hier einfach drauf und wird drum umgesägt. Nicht so standardmäßig, ja, wieder ein Tisch und fertig. Ja. Echt cool gemacht. Ach, stimmt. Das erklärt aber auch, warum du ein bisschen Platz brauchst dann. Ja, so ist es. Visionsgerberei, pflanzenbasierte Gerberei. Heißt eigentlich nur, die verbraucht weniger Rinde. Oh ja. Als die andere. Und ist auch langsamer in der Herstellung, aber hier passiert das Gleiche. Ne? Mhm. Aus einem Leder kommt ein Teer. Aus zwei, ich weiß gar nicht, wie viel gerade. Nee, drei sogar. Ja. Also gibt es von den meisten Sachen gibt's zwei hier. Ja, Rüstungsmacher ist ja auch. Wetter sollte besser werden jetzt. Hört sich so an. Die, der Strom weg ist. Die Schnelle und die... Da ist es. Ja, Rissumachung ist genauso gleich. Ja. Sachen kosten weniger, wiegen weniger, mehr Haltbarkeit. Kosten weniger. Der Feuerschalenkessel hier. Das ist ja der Knaller. Selber drin baden. Ja, oh. Gott sei Dank. Da wird eigentlich ein Kannibale dran, an so einem fetten Topf. Sehr geil. Ja. Und ich glaube wirklich, wenn man so einen wärmeeffizienten Schmelzofen hat, mit einem Schmelzer 3 davor, braucht man eigentlich keine weiteren Sachen. Der schmelzt die Sachen so schnell. Okay. Wir könnten ja gerade mal einen Test irgendwie machen. Das können wir ja mal schnell schmelzen hier. Hast du irgendwas noch hier rumliegen? Ich hol kurz ein bisschen Stein. Oder so. Ja, brennstoffeffizient, weniger Kohle, ne? Ja, ganz genau. Auch ein bisschen länger, aber deutlich weniger Kohle, muss ich sagen. Okay, und der schießt halt... Kannst du auch einige brennstoffeffiziente bauen und immer Kohle da drin. Mhm. So, setzen wir nochmal einen Schmelzer 3 hier dran, damit es extra schnell geht. Wo ist er denn? Schmelzer 4 gibt's auch noch? So, guck zu. Das ist,
Das ist ein ganz anderes Spiel jetzt hier. Alter. Jo, das ist nice. Ja, ich glaube wirklich eine Sekunde. Mega gut. Da braucht man nicht mehr viele von. Sehr geil bis dahin. Hast du auch so mehr als eine halbe Stunde für gebraucht, ne? Für die Base. Halbe Stunde, sag er. Ne, mehr als eine halbe Stunde. Ja, so 30 Stunden. Reicht nicht mal eine halbe Woche. Ja. Es fehlt noch ein Raum, fehlt noch. Der Super Special Raum. Oh ja, Super Special. Super. Alle erst hingeknallt. Ja, ja. Gucken wir trotzdem kurz mal rein. Wo auch immer der ist. Kommt mit, über die Brücke. So. Ja, Hilfe. Jetzt hatte ich aber gerade einen Leck. Falsche Richtung gelaufen bist du bei mir. Ja, das auch immer. So. Ja, wie ihr seht, alles im Anfangsstadium. Gebäude gebaut, angefangen Dach, das war's. Aber. Oh. Irgendwas stimmt im Server nicht? Nö, irgendwas stimmt mit dir nicht. Also ich bin noch. Aber ihr beiden bewegt euch nicht. Der eine läuft vor die Wand. Nee, wir laufen hier ganz normal rum. Okay. Wir sind in der Schatzkammer. Also ich komme auch nicht durch die Tür. Also irgendwie bin ich wohl gleich raus aus dem. Sollte es dann. Oh ja, du stehst hier schön. Oh, gut, dass ich hier Geländer gebaut habe. Wäre ich schon wieder fast ins Wasser gefallen. Oh, Stand jetzt. Alter, wo bin ich denn jetzt? Oh ja. Seines Daches. Du wärst eiskalt hier runtergelaufen. Zu dem Krokus, ey. Oh. Wo ist denn jetzt hin? Das läuft doch schon wieder weg. Komm mit. Ich folge ihm. Der läuft. Ich bin die andere Richtung gelaufen. Wir müssen ihn umhauen. Der läuft immer weiter. Weiß auch nicht. Ah, da stimmt immer noch was nicht. Willst du denn hin? Wo laufen sie denn? Scheiße. Wo laufen sie denn hin? Der letzte Raum. Nee, du hast die Base mittlerweile verlassen. Oh. Hallo. Wir sind dir ein bisschen gefolgt. Wo sind wir denn? Ey, was ist denn das für eine Scheiße? Rechts. Ja. Warm, geradeaus, jawohl. Meine Base ist zu groß. Du läufst einfach kurz und quer. Rechts. Hinter dir. Hier ist das Gebäude. Das letzte. Hm. So, kann ich jetzt mal hier rein oder nicht? Ja, da können wir jetzt mal rein. Oh, geh, ich darf rein. Die Tür habe ich aufgekriegt. Eigentlich ist ja nur der Schatzkammerraum, ne? Noch, ja. Oh, er hat mal gesagt, wer sich eine Schatzkammer baut, der hat sie auch nicht alle. Aber außerdem steht die falsch. Wie man sieht, hat er recht gehabt. Ja, ich wollte sie anders hinsetzen, aber ich konnte sie ja nicht wieder aufheben. Stimmt, kannst du nicht wieder aufheben, das kleine Ding. Gebäude darum kann ich nur komplett zerlegen. Ich würde es einfach, ohne Hütte hinstellen. Schatzkammer sieht total kaputt. Komisch aus. Ja, ist auch nicht der unbedingt nützlichste Gegenstand. Hm. Ja, ich weiß nicht, wie viel reinpasst. Aber du wolltest mal antesten. Antesten, gucken, wie viel reinpasst und dann vielleicht den als zentralen Sammelpunkt hier haben und Werkpunkte drumherum. Wäre auch mal ganz nett. Ja. Eine andere Art und Weise, sag ich mal, so eine Base aufzubauen. Oder man kommt von oben dran zum Beispiel, es geht auch. Ja. Das heißt, du hast so, baust eine Base auf Stelzen oder so und hast da drunter Schatzkammern hingestellt. Und dann kannst du von oben so nach unten greifen. Das wäre auch ganz gut. Ja. Griff in die Kollekte. Ja. Aber dafür muss ich noch ein bisschen rumprobieren. Ja, aber das ist auch sowas, so ein Spielzeug für einen, der sowieso schon alles hat. Ja, das stimmt. Das hat keinen. Kein spielentscheidenden Wert. Nee, das nicht. Ja, sehr schön, ne? Können wir nochmal oben auf den Berg vielleicht nochmal einen Blick runter riskieren? Ah ja, das ist besser, können wir ja machen. Ja, dann, guck mal. Ganze Base meiner Übersicht. Ding Gong, bitte läuten einmal. Ach, Floki ist schon direkt. Der ist weg. Aber diesmal glaube ich. Gehst du vor dem falschen Haus wieder. Oh, tatsächlich. Bin gerade. Und einmal den Gong läuten, bitte. Ja. Alter, warum habe ich denn so riesen Lecks? Ihr nicht, oder was? Null. Nö. Gut. So. Rechts hoch oder links? Links. Links. Nee. Rechts ist zu hoch schon wieder. Ist zu steil. Hier hast du eine schöne Überblick. Das stimmt. Na, so sieht dem Cuso seine kleine Base von oben aus. Ja. Echt immer größer geworden. Aber je länger man mit den Bausachen rumspielt, desto mehr Ideen hast du auch einfach und weißt halt, wie viel es gibt, ne? Ja.
kannst du das auch viel schneller umsetzen, muss ich sagen. Das erste Haus hat am längsten gedauert eigentlich. Und danach die nächsten. Und du bist auch noch lange nicht fertig, wie es mir scheint. Ja, ein bisschen muss ich noch. Deko auf jeden Fall. Richtig fertig wirst du ja nie mit sowas. Ja. Ja, solange es Spaß macht, ne? Ja, eben. Sehr schön. Ich fand's gut wegen dem Update jetzt. Dann konnte ich nochmal ein Haus bauen, nochmal nebenan. Das erweitert nochmal das Spiel. Ja, wie gesagt, wenn dir der Platz ausgeht, musst du weiter in die Höhe bauen. Oh nee, er sieht doch nicht aus. Jeder kann einen Quadratbach oben bauen. Ja. Du brauchst halt eine Pyramide oder sowas, was aus Baronengrab. Falsche Abbiegung, rollt den Stein hinterher. Gut. Gott, ich muss aufpassen, wo ich hier langlaufe, wenn ich länger irgendwie nicht 200 höre. Laufe ich wahrscheinlich meinem Tod entgegen. Oh, ich bin gerade gestorben. Ich habe mich gerade umgeguckt, wo du bist. Ich bin wohl verhungert und verdurstet. Ich habe es nicht gesehen, weil ich keine Wii anhatte. Wo ist er denn? Oh Gott, ich glaube, ich muss mein Spiel mal neu starten. Nope. Ich meine Sachen irgendwo eingesammelt habe. Verhungert. Ich weiß auch nicht, wo deine Leiche liegt, deswegen kann ich jetzt auch nicht. Aber hier ist ja auch nichts weiter, was ist der da? Ja, ich hab's ja. Ja, ich muss gestehen, ich bin auch einmal verhungert beim Bauen von den Werkbänken. Das so lange gedauert hat, bin ich ja weggegangen. Durch das Multi-Werkzeug einen Platz mehr in meiner Leiste. Deswegen hat man das ja. Ja. Und du kriegst. So, das wollte ich auch nochmal testen. Doch, kann doch nicht so effizient sein wie das andere. Doch, deutlich besser, weil also du beide Ressourcen kriegst. Also der eine Baum eben hat mir 172 Holz, 52 Rinde und 16 Äste gemacht. Ach so, und 32 Harz. Okay. Kriegst halt alles. Ja, macht das Farmen dann wieder Spaß. Ja, ist wirklich so. Gut, war eine schöne Tour. Vielen Dank für die Rundführung. Ja, kein Thema. Schön, dass ihr hier wart. Das nächste Mal zu Besuch hätte ich aber gern was zu essen auf dem Tisch. Okay, dann reicht. Dann lasse ich mal nicht alle. Aber könnte auch sein, dass ich mal wieder verhungere auf dem Weg, bis ich dich hier gefunden habe in der Base. Alles klar. Auf den Gong. Dann lass mal weitermachen hier mit den. Mal weiter Sachen machen. Mhm. Wir müssen noch ein paar Hausteile bauen. Ja. Fertig ist er noch nicht, hat er ja gesagt. Wie bei den Gong ganz oft hauen. Ja, auf jeden Fall. Es fand ich ja gut, dass ich den gefunden habe. Ja gut. Ist ja voll nervig. Mann, Spam. Was? Hast du schon wie die Trommelbar? Ja, du hast ein Schild, das ist unfair. Ach ja, ich wollte ja noch die Abbaumesser. Hi! Ich verstecke mich unter der Brücke. Ich schlafe unter der Brücke. Hat hier gekämpft oder was? Ja, natürlich. Ja, hier. Bin ein bisschen Gottschalk, nein! Du kannst auch fast Hide and Seek spielen in meiner Base. Ja, das stimmt. Die irgendwo und die anderen müssen dich finden, ey. Ach. Bin versteckt. Oh, das war eine gute Stelle. In deinem Jafari-Loch, das dann Anfang an hier ist. Mit dem Jafari-Windspiel. Ist tatsächlich eine gute Stelle. Kannst du sogar vorbeilaufen, Ole. Selbst wenn du ein bisschen reinguckst. Naja, von der Seite schon, aber. Er sieht's aber nicht, pass auf. Lock ihn, musst ihn herlocken. Ihn doch. Ja, mich ja. Mich nicht! Doch, ihr habt. Ihr wisst schon, dass ich euch über TS höre? In dem Loch, ich weiß, wo das Loch ist. So, genug rumgeblödelt an der Stelle. Aber ich fand, wir mussten uns die Base unbedingt mal anschauen von dem Kyuso. Der hat sich so viel Mühe gegeben, das mussten wir mal in der Folge würdigen. Die neuen Werkbänke waren ja schließlich auch dabei. Und ist auch richtig geil geworden hier, seine Hütte.
Obwohl es ja eigentlich mehr ein Dorf ist. Dann machen wir erstmal Schluss an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Conan Exiles wieder. War mal ein bisschen was anderes, aber vielleicht auch mal ganz interessant. Also macht es gut. Bis denne. Tschüss.